Kamera läuft jetzt. Ne? Die läuft jetzt. Jetzt kriege ich aber Angst. Jetzt kriegst du Angst. Ja. Hallo und Waldmanns Heil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handguck und Grill. Sag mal, Ingo, bist du wirklich so groß? Okay. Nee, das sieht doof aus. Hallo und Waldmanns Heil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handguck und Grill. Heute starten wir mal hier im Garten, weil wir müssen noch ein paar Zutaten gleich zusammensuchen. Der Ingo, sag mal ganz kurz, was gibt es denn heute Leckeres? Wir wollen einen Chili con Carne kochen mit Hackfleisch vom Dammwild und Gemüse aus dem eigenen Garten. Ja, dann machen wir das doch und ich wünsche euch jetzt ganz viel, oder wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video. Genau, wir müssen noch ein bisschen ernten. Viele Sachen haben wir schon oben und dann geht's los. Los geht's. So, Ingo, was müssen wir denn jetzt zuerst machen? Wir schneiden jetzt erst das Gemüse, oder vielmehr du schneidest das Gemüse. Ich schneide das Gemüse, alles klar. In passende Stücke, dann jagen wir die Zucchinis und den Sellerie durch die Reibe von der Küchenmaschine. Dann ist halt wenig Arbeit mit dem Schneiden. Und währenddessen stelle ich schon mal die Bohnen an. Und die Bohnen habe ich gestern eingeweicht. Das ist so ein Liter Messbecher voll trockene Bohnen. Auch aus unserem Garten mit der doppelten Menge Wasser angesetzt. Die kochen wir jetzt gleich schon mal, dass die ein bisschen weich werden. Und in einem anderen Bräter braten wir das Hackfleisch parallel an. Das klingt doch nach einem Plan, dann machen wir das mal so. Jo, auf geht's. Einmal das Gemüse putzen und schneiden, das machen wir wie immer. Wenn ihr glaubt, dass euer Gemüse, was ihr im Supermarkt frisch bekommt, frisch ist, dann guckt euch mal diese Kellerastel an hier. Habt ihr sowas schon mal im Bioladen des Vertrauens gesehen? Da ist die kleine Kellerassel. Und weg ist sie. Jetzt kommt das Hackfleisch vom Dammhirsch in die Pfanne. Das braten wir schön krümelig an. Das war jetzt der Dammhirsch, den du bei Klausi geschossen hast? Ja, genau. Im Anfang August. Ja. Machen eine größere Portion, weil du ja noch Hunger hast. Ja, ja, natürlich. Außerdem, wenn wir am Mosel sind, brauchen wir immer noch abends was dafür. Genau, das ist nämlich das Prima, das Gute daran an dem Gericht. Man kann sich das auch gut einkochen und das dann mitnehmen. Hält relativ lange eingekocht. Braten wir getrennt an, damit der Boden eigentlich kein Boden Wasser kommt. Wir kochen von den Bohnen alles getrennt, dass die Bohnen erstmal nur im Wasser garen, damit die weich werden, weil mit Säure und Salz da drin, das ist nicht ideal zum Bohnenkochen, deswegen das Hackfleisch getrennt angebraten. Wir werden das Gemüse gleich zu den Bohnen dazugeben, weil da ist wenig Säure drin und kein Salz noch. Das kommt alles erst. Und den Tomaten, wenn ich das Tomatenmark und die passierten Tomaten kommen auch erst später rein. So, Ingo, jetzt hat das Ganze gekocht und jetzt kommt das Fleisch da rein, sagst du? Ja. Würdest du mit dem Pfannenwende das eben reinschieben? Aber sicher doch. Das Fleisch haben wir schön scharf angebraten, damit es ein bisschen Farbe kriegt und Geschmack und Röstaromen. Das geben wir zum Gemüse, welches jetzt gar gekocht ist. Die Bohnen werden schon weich. Dann können wir gleich noch die Tomaten dazu tun. Jetzt passiert nichts mehr, wenn die Bohnen schon so dran sind. Ja, die waren schon super. Ja. Wir braten noch die Zwiebeln in der Pfanne gleich an, damit die ein bisschen glasig werden. Das kommt auch dazu. Es kommt so nach und nach alles da rein. Ja, das ist ja ein sehr unkompliziertes Gericht, ne? Ja, ich stehe auf unkomplizierte Gerichte. So. Zwiebeln einmal anbraten. Wie geht es jetzt weiter? Also, wir haben die Zwiebeln glasig angedünstet. Die haben auch so ein bisschen die Röstaromen noch aus der Pfanne gelöst, von dem Hackfleisch anbraten. Das kommt jetzt dazu, den Bohnen dazu, wo wir schon alles drin haben. Wir sammeln jetzt nach und nach im Topf immer weiter. Wir geben gleich passierte Tomaten dazu. Aus dem eigenen Garten? Ja, püriert, ne, haben wir die. Wir kochen die, pürieren die und kochen die nochmal richtig ein. Die halten sich bis nächstes Jahr, aber wir brauchen sie jetzt halt.
Kann man auch natürlich gekaufte, passierte Tomaten für nehmen. Müssen nicht die sein. Dann kommen ein paar Löffel scharfe Soße dazu rein. Kann man auch Sambal Oleg nehmen aus dem Laden. Worcestersoße, Ketchup, das ist ganz wichtig. Ich habe es ein paar Mal ohne gekocht, aber so richtig den Geschmack kriegt man da ohne nicht hin. Das ist irgendwie so. Und ordentlich Tomatenmark für die Farbe. Okay. Wird das Tomatenmark hier noch angeschwitzt mit den Zwiebeln zusammen? Nee, das geben wir einfach nachher in die Soße. Ich fange mal an. Du kannst dann nachher schon sehen, wie gut du das haben willst. Ja, ja. Also die Zwiebeln. Ich finde es einfach schöner, wenn die schön basig sind. Müssen die sich jetzt fast ganz auf und dann hinterher mit dem vielen Gemüse haben wir eine schöne sämige Soße. Ich habe das ja schon probiert, das Chili, das ist ja mega lecker. Ja, wir machen es aber immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Ne? Ich glaube, ich hatte auch schon mal eins mit, da waren dann reichlich Möhren drin. Das hängt auch immer viel davon ab, was gerade so im Garten da ist. Ja gut, aber kochen macht man ja nach Gefühl und da Chili ja sowieso ein Resteverwertungsessen ist, ne? Man da ja grundsätzlich alles reinmachen kann. Es gibt ja auch Leute, die kochen das Chili nur mit Fleisch und mit Chilis und Paprika. Aber da wir Kinder dabei haben... Ich sehe das ja gleich schon. Ich muss ja gleich schon wieder schnibbeln. Ja, das ist dein Auftrag gleich. Wir brauchen gleich Paprika und Chili. Vielleicht, müssen wir mal gucken. Die gehen wir aber kurz vorm Schluss rein, damit die noch ein bisschen Biss haben. Die sollen jetzt nicht so verkochen. Ordentlichen Klacks Tomatenmark. Ja, natürlich. So, dann kommen noch ein paar Klacks scharfe Soße dazu. Nicht zu viel. Wie gesagt, wir haben Kinder mit am Tisch. Die müssen das auch essen können. Worcestersoße habe ich irgendwann mal für mich entdeckt. Ich weiß nicht wieso. Das kann an deinem Jagdfreund liegen, ne? Der benutzt das ja auch ganz gerne. Ich habe das schon benutzt, da kannte ich dich noch nicht. Echt nicht? Unglaublich. So nach Gefühl erstmal ein bisschen rein. Wir probieren das nachher mal, wie das schmeckt. Wir kochen ja nur mit Gefühl. Ne? Genau. Und Rezepte findet man unter meinen Videos vergeblich. Hat dich da nicht mal irgendwie ein ganz großer Fan drauf angesprochen? Ja, ich weiß. Aber ich hab tatsächlich... also ich glaube, ein Würstchen-Video mache ich demnächst nochmal. Da gibt es dann auch ein genaues Rezept zu, weil die Wurst einfach so geil ist. Und da muss ich natürlich die Welt dran teilhaben lassen. Den Rest Ketchup spüle ich noch aus. Gut. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Paprika, ne? Das machen wir wie immer mit Trick 17. Ja, oh. Wir geben jetzt noch die Paprikas dazu, kurz vor Ende. Wir können die noch ein bisschen gar ziehen, aber richtig matschig kochen sollen sie nicht. Und noch schön Biss behalten. Wir haben das ja probiert, das ist ja schon mal sehr lecker hier, ne? Hat dir das geschmeckt? Ja, das freut mich. Ja, für ein Abschlussbild hat es jetzt nicht mehr gereicht. Ich kann euch nur sagen, probiert das einfach mal aus. Es ist ein super leckeres Chili. Ihr könnt auch völlig kreativ sein, was ihr da reintut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, freue ich einen Kommentar, vielleicht so ein Abo. Macht's gut und Weidmanns Heil.